2019 bei der Comic-Con in Dortmund zum Beispiel. Und da kam auch jemand, der ein Fan von Detective Conan war und hat mir einen total netten Brief geschrieben, was ihm diese Serie und auch gerade meine Rolle alles so gibt und wie gut er sich damit fühlt, wenn er sich das anguckt. Und ich glaube, das geht echt vielen dann so bei diesen Anime. Ist das schwieriger, Animes zu sprechen als reale Personen oder beziehungsweise auch Trickfilmcharaktere? Fällt dir das schwerer oder leichter? Kann ich gar nicht sagen. Ich finde beides total super. Und bei so animierten Sachen hat man einfach auch viel mehr Möglichkeiten, so verrückte Sachen zu machen. Weil dieses Reale fällt dann manchmal aus der Rolle. Oder die werden total verrückt und crazy und machen lustige Sachen. Also ich finde, da kann man sich spielerisch manchmal sehr austoben, was ganz schön ist. Also ich finde es total super, auch gerade irgendwie mal so eine richtig Oberzicken oder Fiesen, was man so im normalen Leben nicht unbedingt ist oder auslebt oder sowas. Und das dann mal so richtig rauszulassen und jemand zu sein, der man sonst gar nicht ist, finde ich super. Also ganz, ganz selten spreche ich noch so diese Jungen wie bei Fate. Aber tatsächlich tendiert das jetzt eher mehr dazu, dass ich dann die Lehrerin oder die Mutter bin, was ich manchmal noch sehr befremdlich finde, aber es ist, wie es ist. Und es ist zum Glück relativ breit gefächert von dem, worauf ich besetzt werde mittlerweile. Also zum Beispiel durfte ich in Chucky mitsprechen, dann gab es jetzt eine Serie dafür. Die Mörderpuppe. Genau, keine große Rolle. Echt nicht, ich hatte nicht viele Auftritte da, aber trotzdem ist es so ein Kultding, was ich dann ganz cool fand. Du bist mittlerweile auch Hörspielregisseurin, arbeitest für Kiddings und bist dort verantwortlich für Bibi und Tina. Genau. Gesprochen von Dorette Hugo und Susanna Bonasewicz. Seit Jahren. Die sind ja mittlerweile, wir wollen es nicht sagen, aber nicht mehr 15. Ja. sag mal, wie muss man sich die Arbeit als Hörspielregisseurin vorstellen? Es ist total spannend. Also es ist wirklich super, weil bei Kiddings, noch vor Corona-Zeiten, hat man wirklich auch tatsächlich alles zusammen aufgenommen. Was für die Sprecher auch immer total super und spannend war, weil man sich endlich mal wieder gesehen hat und wie zusammenarbeiten und spielen konnte. Und man kann sich auch bewegen, wenn man sagt, einer kommt rein, dann kommt er von ein bisschen weiter weg oder läuft von rechts nach links. Unglaublich spannend und toll. Auch diese ganze Firma ist super familiär und nett. War für mich halt aber auch schon eine Herausforderung, weil ich mir natürlich auch alles wirklich bildlich vorstellen musste. Ich musste mir vorstellen, auf welchem Boden laufen sie, welche Schuhe haben sie an, wie klingt was später, wer muss wo stehen, wer sitzt neben wem. Und das muss man echt sich so vom inneren Auge muss man eine Vorstellung davon haben, was ja komplett anders ist als beim Synchron, weil da hat man die Vorlage und da muss man echt dann für sich ein Bild malen und überlegen, dann auch für die Geräuschaufnahmen, die man auch macht. Da werden wirklich auch noch, da kommt dann der Geräuschemacher, Carsten Richter, wo ich dann auch dabei bin und muss mir überlegen, wo müssen welche Geräusche hin, wie klingt was und unglaublich spannend auf jeden Fall.